Hier oben ist auch so ein Ding, ich töte das mal. So. Jetzt sind die Blutkugeln wieder da. Ich wurde verarscht, ich wurde vom Quest verarscht. Ja, die spawnen ziemlich schnell. Ich baue mal hier Licht und sowas auf. Hier, da bin ich wieder. Jo, hab das Ding auch eingesammelt. Ich werde mir auch mal so eine Duftkerze anzünden. Ja. Ah, ich mach wieder einen Reihenstiefel. Fucking Bundeswehrfeuerzeug funktioniert einfach nicht. Vielleicht, wenn ich den doch da so reinstecke. Ja. Ja, das funktioniert nur, wenn wir Benzin finden. Kriegt ihr nicht auch so einen Stock zum Drehen? Nein, Koja, in unseren E-Pass mit Streichhölzer drin. Und Tempel. Und Tempel. So, was, wie kann ich noch Feuer machen? Ich habe ein Taschenmesser, eine Razor Copperhead und einen Teelicht. Was kann ich damit bauen? Oh, ich habe noch ein Feuerzeug. KSV. Kommando Spezialverein. Hm. Naja. Ja, und Tisch dann. Ja, mit eins von meinen vielen. Alle funktionieren im Feldzeug. Ich frage mich, Staub, ne? Brennt der wohl? Denn der Hautschuppen zumeist zu Hause. Ja, klar brennt der. Hm, das ist schlecht. ein schönes Zimtkaugummi. Ich hab hier einen Hordler. Er greift mich an. Gott, Hilfe. Oder? Ich fliege. Ich winke ihm kurz. Es ist ein Schamane, ne? Ja. Übrigens habe ich ziemlich viel Damage gekriegt. Bist du da? Wo bist du denn? Da bist du. Ich fliege ja jetzt wieder rein zum Quest. Ich hab den schon. Ja, aber hier ist der Holler. Dann. That's the damage. Ja, und schnell verpissen, ja. Ich möchte auch wieder ein bisschen freundlicher wirken. Und warum willst du freundlicher werden? Findest du nicht, dass ich freundlicher wirken sollte? Ich finde, du sollst freundlicher sein. Also, Köln. Ja? Ich habe dir ein Kompromissangebot. Mit dem sogar Scooby leben kann. Aber mehr ist ja echt nicht drin. Ich finde, man bräuchte so einen Gamer-Therapeut, der würde dann sagen, na, am besten spielen sie mal Hello Kitty World. Dann sehen sie, wie scheiß Spiele sein können. Danach sehen sie,
die WoW ganz anders. Einfach keine Wut. Boah, wenn wir in Katra angekommen sind, weißt du? Das wird so geil. Boah, das wird echt geil. Nur Tiefenheim, das kann ich nicht ausstehen. Da habe ich auch schon keine Lust drauf. Uldum finde ich ist so halb-halb. Da gibt es echt super geile Stellen, aber auch super langweilige Stellen. Ich finde Uldum immer auch super awesome. Cool, du hast auf wie oft gemacht? Einmal? Zweimal. Zweimal schon, zweimal. Ja. Und. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Schattenhochland ist auch so, da gibt es ein paar geile Quests, ein paar, die sind nicht so geil. Ja. Bei den Kultisten da, die Quests sind kacke, weil die Drop-Chance so ultra low ist. Wo man da zweimal hin muss für verschiedene Quests, ne? Würde man sie zur selben Zeit erledigen können, wäre es cool. Und so sind einfach so viele Mobs da, die man Mobs, Entschuldigung, fälschlicherweise, so viele Gegner da, die man einfach nicht braucht. Fürs Quest jeweils. Und das sagt einfach. Ja. Gibt es nur 4 Gebiete? Ja, klar. Ja, es gibt Schattenhochland, Uldum, Tiefenheim, Mount Hijal, Bashir. 5. Ja, es sind 5, aber es sind halt 4, die man macht, um zu leveln. Ja. Also gilt das erste für 2 Level. Ja. Ja, da machen wir 1 Level da und 1 Level da. Nice. Licht der Morgendämmer. Ja. Wie viel Heal du da kriegen musst bei so einer Aktion? Aber wir springen so ziemlich viele Zahlen durch die Gegend. Ich meine, bei sowas wie Licht der Morgendämmerung, wenn jeder gehealt wird, kriegst du ja von allen Flammen des Glaubens Bonus. Ja. Die sind auch alle so im Bereich, die ist dann so von 800 bis 1000. Ja, das war alles davon. Boah, wie geil das alles aussieht.
Tür. Yep, that's how I roll. Gut. Wie ist denn der wo geschaut? Nein, ich war nicht da. Ah. Gut, dann möchte ich nicht wiedersehen. Koscher sei kein Schaf. Ich bin ein Lamm. Ein Dalai Lama. Totally bit. Totally worth. Hier kann man übrigens runterfallen. Das habe ich schon mal rausgefunden. Das ist auch das Erste, was du rausgefunden hast. Und nicht das Letzte. Sonst fällt man nirgends runter. Geht, ne? Geht. In Asiolen herum gibt es auch sowas. Ich bin mir nur gerade nicht mehr sicher. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ich hoffe, du hast es bis dahin vergessen. Das hast du probieren? Aha. Wenn ich sehe, dann weiß ich doch schon wieder. Das Schlimmste ist ja nicht, dass er wirklich runterspringt und dass sein Unterbewusstsein ist mit Absicht noch, sondern dass er danach der festen Überzeugung ist, totally worth it. Sie bewegt sich jetzt nicht raus. Ehrlich gesagt, nein. Deswegen darf man mit Koja auch nie so Let's Plays machen, wo es darum geht, nicht einmal zu sterben. Das kann man vergessen. Kommt vom Spiel her an, ne? Über Spieler kann man ja von nichts rausfinden. Das Schicksal der Welt könnte davon abhängen. Er würde mich beim ersten Abgrund im Stich lassen. Sieht man noch, wie ich mit so einem Lächeln im Gesicht mich zum Abgrund hinunterschraube. Oh, you guys. Ja, in Real Life mache ich das ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Jetzt nicht mit Abgründen. Wenn ich an den Kamin denke. Lüpferdown. Als wenn Cole sich sagen würde, welchen Stein dieses Kamins müsste ich herausziehen, damit das ganze Ding zusammenbricht und die Scooby noch verkaufen kann, dass das ein Unfall war. Ich kann es euch sagen, die erste Hälfte seines Plans hat er tatsächlich geschafft. Aber Scooby wusste, dass es kein Unfall war. Denn er sagte noch, Koja, zieh den Stein nicht. Nächste Szene, Koja rennt mit einer Staubwolke in dem auf mich zu. Lauf, Scooby, lauf! Ja. Was soll Scooby da denken? Das war ja so awesome.